Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Bin gerade wiedergekommen, hab gerade kurz eine Pause gemacht, hab das Spiel angemacht, bin noch kurz aufgestanden und da fahren die Leute da mit ihrem Truck voll in mich rein. Und da ich gerade den Handwerfer gezogen habe, muss ich natürlich wegsprengen. Du bist ein Barral. Was ist das gerade für ein Geräusch? Barrafell. Okay. Davon brauchen wir, glaube ich, 4 oder 5. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Das ist komisch, dass ich die nicht einfach so mal finde. So eine Zyrenbarrel. Wir werden es rausfinden. Klar wäre es effektiv, wenn wir mit dem Bogen schießen, aber ich habe keinen Bogen dabei. Und daher müssen wir uns leider mit unserem Sniper begnügen. Nicht beglücken. So, hier. Bloß auf dem Mistvieh. Ich habe ihn doch getroffen. Am zweiten Schuss. Hätte ich zwar gesagt nein, aber anscheinend doch. So, euch mal zerschossen. Neuer Skillpunkt wieder. 3 schon wieder. Okay. Habe ich nicht irgendwas geskillt erst? Ne, ich bin in die Richtung gegangen, ne? Ja, würde ich sagen, jetzt gehe ich hier mal drauf und dann holen wir uns das hier als nächstes, weil das ist das Sinnvollste, dass ich mich halt mal schnell wieder hochheilen kann. Ihr seid blöde Wolfies, habe ich keine Lust zu. Was ist der Weg da oben? Könnt ihr aufhören, überall zu spawnen, ihr blöden Viecher? Wie eigentlich, dass du entkommst. Du willst mir gerade schon wieder fressen. Da sind noch Barals. Okay, da ist noch ein Wolf weggelaufen, hat einen Baral gejagt. Dann jag ich jetzt restlichen Barals. Immer wenn ich diesen Schrei von den Adlern höre, schieße ich direkt in den Himmel. Die wollen mich ja sowieso nur fressen. So, das war ein Baral. Das ist das zweite Barrel. Da müssen wir jetzt entweder 4 haben und es fertig haben. Oder wir brauchen 5. Es waren Sambas. Wir brauchten Samba-Fälle, nicht Barrels. Natürlich brauchen wir die. Haben wir hier überhaupt Sambas auf der Karte? Müssen wir dafür was finden. Okay, da unten sind Sambas. Und das war's anscheinend auch. Es gibt hier halt überall Wölfe. Aber keine Sambas. Was haben wir denn hier? Da ist irgendwo ein Ort oben. Gehen wir erstmal den normalen Weg lang. Die Waffe ist echt nicht so gut. Also ich hätte gedacht, der Revolver hat ja einen großen Kaliber, dass er die Waffe mal one-hittet, zum Beispiel mit dem Kopfschuss mindestens, und der one-hittet die einfach gar nicht. Ich hätte fast erwartet, dass sie einfach one hätte mit einem Körperschuss. Aber nein. Au. Hallo 4 bitte. Ich habe 5 gedrückt mal wieder. Das ist ein Yeti, okay. Und da ich noch kurz die Waffe hier durch. Ich wollte doch gerade so ein bisschen Munition sparen, weil ich nicht mehr so krass viel für die habe. Also, klar, immer noch sehr viel. Okay, dann versuche ich das nochmal. Okay, jetzt geht's doch. Vielleicht habe ich einfach den vorhin getroffen. Yeti Kill 3000. Haben die vorher auch 3000 gemacht? Hatten die mehr oder weniger? Also mehr wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, sonst habe ich 1500 für die bekommen, oder? Auf jeden Fall habe ich ziemlich gerade die D-Taste gespammt. Damit es auch diesmal vielleicht klappt. Ich glaube, die spawnen auch nicht neu oder so. Also würde ich mal tippen, weil es halt Yetis sind und Yetis sind ja irgendwie doch ein bisschen seltener.
in der Regel. Okay, Sambas müssen wir noch jagen. Merke ich mir. Ist hier noch was zwischen oder so? Was kann ich hier irgendwie hinter? Ja, kann ich. Gibt's hier auch irgendwas oder ist auch nur Deko? Das sieht mich so aus wie ein Bereich, wo man eigentlich gar nicht hingehen sollte, aber der noch irgendwie ein bisschen gestaltet wurde, weil man vielleicht das Spiel noch sehen könnte. Aber es ist wirklich nicht, als wäre der hier irgendwie spielerisch schön gestaltet, dass man hier irgendwas machen sollte. Immer wieder gut geklappt. Ich schaff's echt gut, mich mit den Sachen auf die Seite zu legen. Ist hier sonst noch was? Das ist ein Fahrzeug. Okay, das sehe ich. Aber ansonsten ist, glaube ich, hier auch wieder Ende. Also allgemein ist hier nicht so viel los auf der Map, muss ich sagen. Okay, da ist einfach noch eine Waffe. Okay, die Frage, wie wir da hochkommen, ne? Okay, da können wir hier schon mal klettern. Klettern ist eigentlich immer eine gute Idee. Also irgendwas Range auf der Karte, oder hier nicht auf der Karte, sondern auf der Maps, also im Endeffekt auch auf der Karte, aber auf der physischen Map hier vor, also wo wir drauf laufen, immer wenn da was Orange ist, ist mal schon mal ein gutes Zeichen, dass man halt lang gehen könnte und auch sollte. Nice. Ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube der Bohrer war stärker als, ach, ich habe schon wieder Tasten anders. Ich glaube der Bohrer ist besser gewesen als das, das habe ich so nicht genommen. Oh, schwarzer Teufel. Und Baralfell. Wir brauchen Barals, oder? Nein, Samba. Ach Gott, Alter. Dass ich die immer vertauschen muss. Wir brauchen kein Baralfell. Wir brauchen Samba-Fell. Samba, nicht Baral. Merke ich mir das jemals? Nein. Können wir weiter hoch oder ist hier nichts zum Klettern mehr? Also spontan sehe ich hier gerade nichts, aber ich habe hier nicht... Da ist noch was. Okay, das habe ich nicht gesehen. Da ist doch die Quest schon. Ich frage, ob wir erst die Aufgabe da machen und erstmal gucken, ob es noch was gibt in der Nähe. Das wäre auch mal ganz interessant. Wenn wir noch weiter hochkommen ohne... Ah, wir können hier lang schwingen. Was muss ich hierfür tun? Erklär mir die Schränke. Okay, ich glaube, wir müssen das hier sowieso machen, dann irgendwie weiter. Also, das wirkt so, als müssen wir es hoch und dann muss ich das ja nicht zweimal machen. Okay, es hat nicht so gut geklappt. Ich dachte, ich gehe noch ein bisschen runter, damit ich halt weiter schwinge. Aber. Hindenberg, die Maschinengewehre. Mehrzeug, das eins. Spiel, lass mich doch einfach hoch. Besser einfach nicht runter bewegen oder einfach nicht an dem Kabel hier bewegen. Okay, da muss ich doch noch ein bisschen ran. Oder höher. Immer noch, okay. Also ich habe das echt schwer, kann sich echt schwer einschätzen, wie weit ich hier wirklich muss immer. Ist halt die Frage, ob das hier jetzt überhaupt der richtige Weg ist. Also, ich hätte jetzt gesagt ja, aber... Grab ich mir nicht mehr so sicher. So, hier ist noch ein bisschen. Okay. Ich hätte gerade noch klettern können. Zu spät gesehen. Ah, das haben wir geschaut. Okay, sieht es, jetzt sieht es wieder richtig aus vom Weg her. Okay. Da ist ich anscheinend nicht hoch. Ich habe den jetzt nicht gelootet, ne? Doof gelaufen für mich. Da habe ich zwei Yetis jetzt nicht bekommen. Okay, und jetzt? Spiel. Ah, da. Das habe ich nicht gesehen. Dann dürfen wir hier lang. Das war knapp. Ich habe noch Leertaste gespammt. Oder nicht gespammt, einmal gedrückt.
Aber noch drauf gehämmert, das wollte ich eigentlich eher sagen. Mit der Taste mache ich das am meisten, weil dann ist man sich jetzt sicher, dass man wirklich drauf landet und nur irgendwie runterrutscht oder so. Oh, das war jetzt anders als erwartet. Das Upgrade festes Südseiten-MG enthält ein fest montiertes MG an einer strategischen Position. Ist gerade am Handelspass, okay. Ich habe halt nämlich irgendwie gedacht, wir gehen trotzdem noch da oben hin. Zu der Mission. Aber anscheinend nicht. Okay, dann können wir erstmal dahin fliegen. Tierfall. Ja, das habe ich doch schon. Level 3 vom Waffengurt. Das ist schon ein bisschen länger auch. Fliege erstmal dahin. Was bist du denn für ein dickes Tierchen? Oh, das ist ein Bär, oder? Das ist ein Bär. Knapp. Ja, ich gedacht, dass ich ein bisschen mehr Spielraum habe, aber anscheinend nicht. Okay, hier noch irgendwas? Ja, da oben ist was. Schade. Theoretisch muss ich auch nur einmal rumgehen, ne? Weil auf der anderen Seite war ich ja nicht. Ich bin nur bis hinter die Bergkette da gegangen. Und dann, ja. Habe ich hier von ein bisschen ablenken lassen. Also das ist ablenken. Ich wollte ja auch machen. Das war auch der Plan, wo ich da hingegangen bin. Aber so habe ich in den Weg nicht mehr weit, bin nicht mehr mit weiter zurückgegangen, sondern habe direkt die Mission gemacht. Bin ich hier schon auf dem Berg, wo ich hin soll? Ne, es müsste der da sein. Ist hier sonst noch irgendwas? Da ist noch ein totes Tier. Irgendwo war hier noch, glaube ich, ein MG oder sowas. Ne, ich weiß nicht, irgendeine... Moment mal. Oder war da die AMR drauf und hier das MG42? Also eins von den beiden ist halt das... Sind halt die beiden Dinger. Oh. Die war echt gut versteckt, die blöde Katz. Okay, was haben wir denn hier von Auftrag? Sehe ich das schon? Frachttruck schon wieder. Okay, also die Frachttrucks sind jetzt nicht die tollste Aufgabe, muss ich sagen. Hätte man sie auch sparen können. Hier ist eine neue Waffe. Waffen gefallen mir immer gut. Ich würde ja gerne alle Waffen haben im Spiel. DLC besser gesagt. Was bist du denn? Ah, die MS-16 oder sowas, glaube ich. Hört ihr gerade nicht an. Ein kleines Maschinengewehr. Haben wir irgendwas in der Nähe, was ich schon sehe? Achso, wahrscheinlich können wir einfach hier irgendwie cool hochgehen und kommen dann dahin. Dann holen wir uns erstmal diesen Frachttruck hier. Vielleicht noch ein bisschen, mit ein bisschen Lore hier. Aber ich sehe jetzt keine Lore, muss ich sagen. Ach, hier ist noch ein Küste, die habe ich nicht gesehen. Naja. Distillerie, irgendwas, kriegen wir hin. Okay, ich meine, da war noch irgendeine andere Mission, da wir jetzt hingehen. Aber wir können nur eine aktiv haben. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, irgendwas in die Richtung war da. Ja, da ist zum Beispiel ein Dicker wieder. Den ich jetzt theoretisch auch noch knifen könnte. Ich hoffe, mein Truck kommt hierher gefahren oder er bleibt stehen. Er fährt schon mal nicht weg, das ist schon mal gut. Ich habe gleich nur seinen Schutz abgeschossen. Ja, nicht so cool. Und hier ist noch was oben drauf. Den könnte er mal looten. War einer mit Maschinengewehr. Hätte man aber mit dem Flanker sein können. Ein Deagle, nice. Ich glaube, die Deagle besser wäre als die Waffe hier. Samba, nice. Da muss ich keinen Sambas mehr jagen. Ehre.
Sprengstofftasche, dann brauchen wir noch Dickhaut, Kakadan und Gulo. Dann haben wir auch wieder alles hier fertig. Was auch ein bisschen komisch ist, dass wir halt lore-technisch eigentlich schon alles haben müssten. Wir haben es ja nicht verloren beim Fallschirmspringen. Aber gut. Gucken wir mal, ob wir noch was auf dem Weg hier finden. Hier ist zum Beispiel die Waffe da links. Mein Freund. Ich glaube, da geht es zu diesem Berg hoch. Der Tod? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich runterrutsche. Also ich hatte gerade echt Glück. Ich wollte eigentlich die umfahren, dachte ich, das wird doch nichts. Hab dann gebremst und dann habe ich ein bisschen Kontrolle verloren. Ich bin auch recht eng hier mit den Kurven. Da hätte ich gedacht, dass wir voll gegen die Gegend klatschen, aber zum Glück nicht. Manchmal muss man auch Glück haben. Ich will ja gucken, wie viele Waffen uns noch fehlen, oder? Müssten ja eigentlich dann alle da sein. Also. Müssen wir ja sehen, welche wir nicht haben. Wir haben ein paar einzigartige noch. Und da fällt mir ein, das MG42. Und das war's eigentlich schon. Ja, Upgrade, Gras am Handelsposten. Sind die jetzt wirklich Gras im Handelsposten? Erstmal. Heile ich mich? Okay, das war wieder ein Minenfeld. Die M700, die M16, genau, das MKG haben wir freigeschaltet, die D500, die D15, die westlichen Fassfallen, sind die Fest MG. Dort verkaufen. Wäre schon viel zu viel Geld. Okay, die sind tatsächlich Gras gewesen, die anderen nicht. Ach, okay, wahrscheinlich sind nur die, die ich mit dem LKW herbringe, Gras. Macht natürlich Sinn, klar. Ah, dann kaufen wir das noch voll. Die ist mir dann gedacht, die kann ich nicht kaufen. Die Geschütz, die Fähigkeit Geschützsacken. Ach so, okay. Okay, jetzt wird noch die Armbrust, eine Waffe. Die BZ-19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Waffen noch. 19, 11, 12. Das sind echt viele, muss ich sagen. Ja, nervt nicht, der stirbt nicht. Der ist hart am Nehmen. Eigentlich nur das, was da vorne steht. Ich habe Skillpunkte, ne? 6 Stück schon wieder. Dann kaufe ich das hier. Was bist du? Gedrisch spezielles Geschäftsabkommen. Könnte ich mir kaufen, ich benutze sie aber sowieso nicht, von daher nicht allzu interessant. Tolen-Takedown ist natürlich noch cool, Tod von unten. Den Wurf-Takedown habe ich, naja, genau, der ist das Wichtige. Ketten-Takedown interessiert mich auch eher weniger aktuell. Das ist nicht interessant, Freizeitschutz ist auch nicht interessant. Das wäre noch cool, das mit dem Seefernrohr hier, den Skilltree zu machen. Berge versetzen. Okay, das ist natürlich auch cool, dass man die einfach bewegen kann. Das machen wir dann, und das Sprint ist natürlich auch noch cool und hier halt der leichte Pfeil. Also die mache ich mal als nächstes. Ja, da haben wir schon wieder fast keine Zeit mehr. Da haben wir noch zwei Waffen, genau. Haben hier noch die Elixier-Distillerie und haben nur noch zwei Missionen. Ich würde sagen, dann fahren wir mal schon mal nach hier hin und holen uns dann im nächsten Part vermutlich erst dann da oben noch den Ort. Also gucken wir uns den mal kurz an. Klar, wir müssen wahrscheinlich eine Mission noch hin, aber dann haben wir da auch noch was gemacht. Bevor wir da zur Mission hin müssen, also können wir ein bisschen freier erkunden. Also meistens geht es ja in der Mission auch, aber ich suche gerade eine Ausrede, warum ich das jetzt machen möchte. Und ich will es einfach erkunden, weil ich das dazu habe. Von daher gucken wir uns das mal nächstes Mal an. Oh, hier sind noch Felsen. Ja, und dann, weil wir auch langfahren können, dann können wir halt noch so einen Quatsch hier holen. Also wir brauchen, glaube ich, okay, wir brauchen doch noch was. Die Waffe haben wir, glaube ich, schon, ne? Nein, die haben wir schon nicht, sammeln sie trotzdem nur kurz auf. Ich glaube, die kann man auch öfter finden. Also die kriegt man ja vor allen Dingen auch bei den Gegnern. Ich glaube, man hätte sie auch so noch bekommen können. An irgendeinem anderen Ort, ich bin mir jetzt nicht sicher. Da ist die Mission, die wollen wir auch bald machen. Und genau, hier ist es durch. Okay, wahrscheinlich kommen wir noch gar nicht rein, oder? Tempel von Yalun, da können wir gar nicht hin, wie es aussieht. Also vielleicht können wir da irgendwo reinklettern. Aber ich habe gerade noch ein Waffen
Teil gesehen oder eine Waffe. Ein Waffenmarker. Der ist hier vorne. Genau, und hier oben bin ich auch noch nicht lang gelaufen. Hier ist auch noch ein Ort. Spannend. Schrottplatz. Irgendwas anderes erwartet hier. Das ist irgendwie Schlachtfeld oder so, das heißt, aber es sieht auch ein bisschen aus dem Schrottplatz, muss man auch sagen. Granatwerfer. Rotlandfell. Kannst du die Schnauze halten? Ich möchte das noch lesen. Nein, ich möchte das lesen. Spiel. Lesen. Warte mal, wenn ich das jetzt so mache. Darf ich jetzt lesen? So ein bisschen? Mit Glück? Ah, ich muss ducken, dann geht's natürlich. Schickers Jagdtagebuch 3. Heute habe ich einen getötet und jetzt weiß ich, was mir so vertraut vorkam an diesen Biestern. Oh, Götter vergebt mir. Ich wusste es nicht. Wie hätte ich das wissen können? Menschen, die sich in Bestien verwandeln, das ist nicht normal. Okay, also sind die... Ah, da sind die Yetis wahrscheinlich einfach nur Menschen, die zu lange mit dieser Substanz, Dings gekommen sind. In Berührung gekommen sind, das wollte ich sagen. Und dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.